Liebe Südflügelbeschützer, liebe Kopfbahnhof-Freunde, ich darf jetzt einen Gast ankündigen und sie hat mir gesagt, ich soll vor allem ihren Namen sagen und ich glaube, viel mehr ist auch gar nicht notwendig. Ich hoffe nur, dass ich den Namen auch richtig ausspreche, aber ich sage einfach, jetzt kommt die Kabarettistin Christine Pringer. Bitte Applaus! Es spricht für Sie zum Jahresbeginn Christine Preillon vom CDU-CSU, dem christlich-diktatorischen Untergrundclan für soziale Ungerechtigkeit. Liebe Menschen, herzlich willkommen im Jahr 2012, dem Jahr, in dem die Welt untergeht. Kleines Neujahrswitzle, sie geht natürlich nicht unter. Es wird nur zur Polkappenschmelze, zu Sonnenstürmen, Gammablitzen, künstlichen schwarzen Löchern und einem Erdmantelrutsch kommen. Auch andere Phänomene weisen auf das Ende der Zivilisation hin. Verfassungsschutz und NPD kommen sich so nah, dass es zu einer totalen Gesinnungsfinsternis kommt. In Hannover gibt es ein schwarzes Loch, in dem zuerst Wolf, Schröder und Gabriel verschwinden und schließlich der gesamte Mafia-Clan. Verzeihung, Maschmeyer-Clan auf Politik und Wirtschaft. Außerdem löst sich das Zeit-Raum-Kontinuum auf, weil die Zeit auch nicht mehr das ist, was sie mal war, seitdem sie Gutenberg interviewt hat. Last but not least werden Außerirdische auf die Erde zurückkehren und die Macht übernehmen. Die ersten grünen Männchen wurden bereits im Stuttgarter Landtag gesichtet. Ich freue mich auf dieses Jahr. Es wird ein ruhiges, ein entspanntes Jahr. Wenn ab Dezember eh alles Wurst ist, braucht auch keiner mehr für oder gegen etwas zu sein. Bei Klimakonferenzen muss kein Ergebnis rauskommen. Bundesbetrüger müssen nicht zurücktreten. Endlich kann alles tiefer gelegt werden. Bahnhöfe, die Demokratie, der Euro, der Datenschutz und überhaupt jegliches Niveau. Und wer weiß, vielleicht schmeißt die Weltbank zum Schluss ja noch eine riesen Endzeitparty. Wäre auch toll. Da gäbe es einmal All You Can Eat für alle. Liebe Menschen, laut Maya-Kalender dürfen wir uns bereits zum nächsten Weihnachtsfest auf eine neue Weltordnung freuen. Dafür braucht es natürlich einen Führer, einen starken Mann, einen Superman. Und ich habe mal bei Nostradamus nachgeschlagen, wer das sein könnte. Und da steht, man braucht nur das Wort Superman rückwärts zu sprechen. Und wissen Sie, was da rauskommt? Namapos? Wir wollen Nostradamus mit einem Lied danken. Danke für diesen super Hinweis, danke. Das macht echt Mut, oh Mann. Danke, ab jetzt wird alles besser. Mapus, wo geht's lang? Dankeschön.
So, ich muss jetzt eigentlich sagen, Applaus habt ihr alle schon erledigt eigentlich. Könnt aber auch gerne noch weiter applaudieren. Also, jetzt habe ich aber nichts mehr zu Stuttgart 21. Gönner! Die ist abgespielt. Nee, dann kann ich jetzt wirklich nur was machen, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich bitte jemand anderen auf die Bühne. Das ist unser Stargast heute Abend. Das ist die Frau Carla Bruni. Bonsoir Stuttgart. Ich möchte etwas richtigstellen. Es geht um Botox. Botox ist ein starkes Gift. 2 Teelöffel davon reichen aus, um die halbe Weltbevölkerung auszulöschen. Und das stimmt, das habe ich gelesen bei... bei Google. Ich nehme kein Botox. Ich bewahre das nur auf für meinen Mann. Und zwar hier, 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 hier und hier. Für den Fall, dass er das als Biowaffe einsetzen möchte. Zum Beispiel, wenn Iran uns angreift oder so. Das war natürlich ein Spaß. Ja? Oh lala, jetzt kriege ich einen Lachanfall. Ich meine natürlich nicht Iran. Ich meine Palästina oder Dings, Gaddafi. Nee, Gaddafi geht nicht mehr. Palästina. Die haben ja auch eine Atombombe. Und das stimmt, sagt Israel. Ich singe für unsere Truppen in Afghanistan. Für die Freizeit am Hindukusch. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, qu'elles passent un instant comme ma fanée. Les roses ont me dit que le temps qui glissait dans sa loque de mon chagrin s'en fait des montants pourtant plus que tu m'amènes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'amènes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qui ne nous donne rien, qui nous promet tout près que le bonheur est à portée de main, la vente en la mer, surtout il faut monter le grand. Que tu m'amènes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Que tu m'amènes encore, serait-ce possible alors? War doch mal wieder ein
gutes Beispiel dafür, dass wenn man laut genug brüllt, dann kriegt man alles, was man will. Keine Zugabe. Und wir schaffen es, dass Stuttgart 21 verhindert wird. Aber ganz kurz eine offizielle Durchsage machen. Polizeiauto steht im Weg. Die Polizei hat gesagt, wenn wir alle hier sind, um den Südflügel zu schützen, dann sollen wir uns doch bitte näher an den Südflügel stellen. Nein, das hat sie natürlich nicht so formuliert. Aber die Polizei hat darum gebeten, ob man die Straße frei macht. Und das gebe ich jetzt so weiter, dass man doch alle ein wenig näher an den Südflügel rutscht, weil den wollen wir ja beschützen, und die Straße freigibt, weil dort wird irgendwann der Verkehr vollständig wieder freigegeben und wir wollen ja nicht, dass irgendjemand was passiert. Und jetzt kündige ich ganz kurz und knapp den Thomas Felder an, der euch nochmal ein Lied spielen wird. Bitte um Applaus! Applaus